Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 14, jetzt dem Karrieremodus. Wir beginnen eine neue Karriere und auf einer kleinen Absprache mit einer Person habe ich dazu entschlossen, die Trainerkarriere, wie bereits schon vorher angekündigt, zu starten. Jedoch mit einem Team aus der zweiten Bundesliga und da wird es auch schon angezeigt, das ist der erste FC Kaiserslautern mit einem Transferbudget von 3 Millionen und wöchentlichen Gehältern von 320.000. Spielschwierigkeit wird Profi sein, zahlt jetzt 4 Euro. Ja, ist okay. Genutzte Teams aktuell runterladen, aber zuallererst möchte ich hier den europäischen Wettbewerb in der ersten Saison einschalten. So, und jetzt realistisches Teilnehmerfeld. Alles klar. So sieht's aus. Logischerweise sind wir nicht dabei. Okay, jetzt habe ich es anscheinend gerade verkackt. Achso, ja klar. Ich muss danach ja Start drücken. So. Die sind also gesetzt. Erstes Transferfenster im Sommer deaktivieren. Nö, genutzte Teams aktuell herunterladen. Und bitte. Jetzt lädt es uns hier gerade die Aktualisierung herunter. Die Musik habe ich auf 1 runtergedreht, damit man eventuell im Hintergrund noch ganz leise was hört. Aber es sollte auf keinen Fall wieder in den Vordergrund geraten. Ansonsten werden die Videos wieder gesperrt. Das ist ja nicht so gut. Vorname Herr Hannenberger. Nein, wer sollte es geringeres sein als Herr John Cena natürlich. Als kleiner Vorgeschmack für das WWE Let's Play. Er kommt, was weiß ich, wo der herkommt, ist glaube ich Amerikaner, ne? Naja, ist voll egal. Wir nehmen ihn mal als Usana. So, Hemd und Schlips, das passt nicht zu dem Jogginganzug. Perfekt, in grau, Hautfarben, mittelstämmig ist der gute Mann, sehr stämmig. Und weiter geht's zur Vertragsunterschrift. Welcome to EA Sports FIFA 14, where we've introduced a brand new way of playing your career as a manager. Ja, das weiß ich schon. Ich habe eigentlich ausgestellt, dass ich es mir nicht erklären soll, aber ist anscheinend hier im Spiel relativ scheißegal. Der erste FC Kaiserslautern beruft John Cena als neuen Chef. Also wenn das nicht mal die richtige Entscheidung war, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, es werden nur Siege folgen mit diesem Trainer. Es ist ja, wie es auch schon steht, im zweiten Teilbereich eines der größten Trainertalente im Fußball. Auf jeden Fall, da kann ich nur zustimmen. Unten rechts sieht er jetzt mal, wie gesagt, meinen PSN-Namen. Der erste FC Kaiserslautern hat den Star Köhler an Union Berlin verkauft. Wusste ich nichts von, anscheinend für 275.000. Das sind ja Preise, das ist ja unglaublich. Aber na gut, ob ich jetzt einen adäquaten Ersatz in petto habe, den hätte ich sogar, denn ich habe eine Idee. Und zuallererst erstellen wir die Karriere. Ich nenne die Karriere YouTube natürlich. Wunderbar, ja. Ist speichert und bitte warten. Ich werde natürlich warten. Und komm, wir sind hier heiß drauf, auf die erste Spiele zu machen. Und jetzt geht es endlich los. Hier sind wir. Das neue Karrierefenster hier, mal ein globales Transfernetzwerk für Scouts. News, Tabellen, kleine Vorhersage unserer Mannschaft logischerweise, mit dem Kader, Teambericht, Informationen, dem ganzen Shit, Transfers für wichtig, aber zuerst mal ins Büro. Gehen wir mal und lesen unsere ganzen Nachrichten. Unser Ligaziel ist der Direktausstieg. Okay, Torrejon ist verletzt, wird aber wieder einsatzfähig sein. Brückner, Ginczek und Butcher sind unsere Scouts. Transfermarkt können wir machen und jetzt die Runde der letzten 32 erreichen ist unser Ziel für den Pokal. Jobangebote, Rücktritt National, das kommt alles noch später, man kann ja auch Nationaltrainer werden. Zuallererst möchte ich mir jetzt mal bitte mal mein Team angucken, was das denn so kann. 3,5 Sterne ist okay für eine Zweitligamannschaft auf jeden Fall. Torrejon ist verletzt.
Schlüsselmann fragt, du Scheiße, ist der hässlich. Bunyaku ist, glaube ich, ein guter. Hat er nicht schon bei links gespielt? Bei. Nee, hat er nicht. Ich hätte gedacht, er hätte mal bei. Ach, wie heißt es? Nürnberg gespielt. Aber okay, schauen wir uns jetzt unser Team hier mal so an. Matmur, finde ich auch ein cooler Spieler. Ring, Karl, Löwe, Torchon, Simonek. Ah, das war auch langsam bestimmt. Oh, doch, sieht doch noch ein bisschen jünger aus, als ich ihn eingeschätzt hätte. Formation möchte ich aber direkt meine eigene Handschrift den Leuten aufdrängen. Wahrscheinlich. Ne, das nicht. 4-1. Ne. 4-2-2. 4-2-3-1. Tor 1. 4-2-4. -4. 4-3-3 offensiv. Mal gerade gucken. Ich bin da nicht ganz sicher, was ich spielen werde. Ich glaube, ich werde hier zu dem gehen. Wo war's? Jetzt 4, 2, 3. Nee. Wo ist es denn jetzt hin? Ich pack's nicht. Genau. Hier das 4, 2, 3, 1 breit spielen. Als Kader, Matmur hier rechts ist ganz gut. Außen muss ich jetzt gucken. 67. Gegen 69 schon ist das an sich relativ egal, wer wo spielt. Ich habe jetzt gar nicht großartig was umgestellt, nur auf lediglich eine Spitze zurückgeschraubt. Und wahrscheinlich wird auch Ocean dann seinen Platz früher oder später räumen müssen für einen zentralen offensiven Mann. Zuallererst gehen wir jetzt aber mal ganz normal in die Saison. Es gibt drei Testspiele am Anfang. Okay, die Begegnung für den ersten FC Kaiserslautern festgelegt. Die Fans von FC Kaiserslautern wissen nun, wie die neue Saison in der Liga beginnt. Erste FC Kaiserslautern gegen SV Sandhausen heißt die Herausforderung, die am ersten Spieltag auf ihr Team wartet. Und da kriegen wir direkt die Einmeldung reingeflattert. Real Madrid will sich Robert Lewandowski oder Sergio Aguero kaufen, so wie ich das sehe. An so Spielern sind wir natürlich noch weit entfernt, wenn Dings gehen wird. Wenn Lewandowski gehen wird, wird er wahrscheinlich für rund 35 Millionen gehen, schätze ich jetzt mal. Auf jeden Fall haben wir eine Nachricht bezüglich den Nationaltrainerposten bekommen. Die habe ich auch geöffnet, deswegen gehen wir jetzt hin. So, und da kriegen wir nur kurz geschrieben, also wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr immer das Video auf Stopp drücken und das dann durchlesen. Wir haben auf jeden Fall unser Kontaktmann ist Amadou Bolot. Und der gibt uns die Infos über unseren Posten als eventueller Nationaltrainer von irgendeiner Mannschaft. Da müssen wir erstmal hocharbeiten. Nationaltrainer. Achso, da. Wir haben ein Transferangebot für Albert Bunyaku. Dann ist er doch das, der bei Dings gespielt hat. Bei Nürnberg. 2 Millionen bieten die. Sagen wir mal, komm. Für 6 darfst du gehen, Junge. An Valenciennes, Yen, Valen, keine Ahnung. Französischer Verein. Auf jeden Fall, was, Real Madrid hat ihn schon für 36 Millionen, das ging schnell, haben sie so kurz und knapp Robert Lewandowski gekauft. Mir wäre es ehrlich gesagt sogar ziemlich recht, wenn Albert Bunyaku gehen würde. Nicht, dass ich ihn nicht haben will, aber er würde nochmal, ach scheiße, er ist nicht denen nicht so viel wert. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel eine Idee, nämlich hier Jungspieler aufzubauen eventuell. Und von daher werde ich jetzt auch als allererstes mal einen Spieler suchen. Nämlich den äußerst ambitionierten, wie ich finde, Maximilian Meyer von Schalke. Ich hoffe, den werden sie mir auch von Schalke direkt anbieten, nicht irgendwelche anderen Meyers von der ganzen Welt. 3 Millionen Transferbudget haben wir noch, 35 Gehaltsbudget pro Woche. Knappe Kiste auf jeden Fall. Ob das reichen wird, ich weiß es nicht. Der Maximilian Meyer im Alter von 17 Jahren. Boah, der ist schon krass, der ist schon krass. Ich kontaktiere den FC Schalke 04 erstmal für eine Laie. Ganze Saison, künftige Ablöse nicht festgesetzt. Und nicht 0 Euro, nicht festgesetzt, habe ich haben. Weil der soll mir erstmal hier zum Aufbau des Vereins dienen, vom ersten FCK.
Wahrscheinlich werde ich ja 3 Saisons mit Kaiserslautern spielen müssen, wenn denn mein Ziel, das große Triple mit Champions League, DFB-Pokal und die Meisterschaft funktionieren soll. Ob das Ganze jetzt durchgeht, werden wir sehen. Jakub Zwierczok kenne ich nicht, 500.000. Die wollen aber echt, das wissen nicht mit uns. 2,6 Leute, tut mir leid, man muss die immer hochschreiben, denn das ist ein junger Spieler, 20 Jahre alt, ob er jetzt ambitioniert ist oder nicht, weiß ich nicht. Werden wir vielleicht noch irgendwann sehen. Manchester möchte Thiago Silva kaufen, so wie ich sehe. Und Mascherano. Ja, Alter, ist. Sehr gut. Wir bekommen ihn. 6.000 für das Gehalt ist vollkommen in Ordnung. Damit hat er direkt auch schon seinen Stammplatz verloren. So schnell geht das hier. Aber es tut mir leid. Maximilian Mayer, ein klasse Spieler zurzeit, drängt sich absolut nach vorne bei Schalke. Hoffen wir mal, dass er das auch hier machen wird. Und so viel schlechter als Olivier Ocean ist er jetzt auch nicht. Nur halt um einiges jünger. Und da es nicht festgelegt ist, würde ich einfach sagen, wenn er wirklich gut ankommt in der Mannschaft, dann wird er einfach gekauft. Ganz einfach. Am Ende der Saison, wenn Geld da ist, wird er gekauft. Und so läuft's. Inter Mailand hofft, Benzema bald zu verpflichten. Was ist jetzt los? Auch der ist uns nicht so viel wert. Das freut mich. Ich würde mich allerdings auch freuen, wenn nicht ständig meine Anzeige unterbrochen werden würde. Damit wir auch mal hier zu unserem ersten Spiel kommen. Ansonsten dauert der erste Part hier 3 Stunden. Wir sind schon bei 12 Minuten, haben nicht schon das erste Spiel gemacht. Ich pack's nicht. Albert Bunyaku. Ja, 1,9 am Arsch. Okay, gehen wir auf 4,9. Dann sind wir wieder knapp um den 5 Millionen. Hier flattern ja die Angebote rein. Das ist unglaublich. Aber so haben wir wenigstens am Anfang erstmal einen dicken Premium-Part, der wahrscheinlich 30 Minuten gehen wird oder irgend sowas. Chiellini hat jetzt auch noch. Auch der ist uns nicht so viel wert. Sehr gut. Was ich sagen wollte, ist, Chiellini hat auch noch die Interesse von Manchester City erweckt. Die wollen anscheinend zurzeit mal, was weiß ich, alle Verteidiger der Welt kaufen. Und das erste Testspiel rückt immer näher. Und so können wir dann wahrscheinlich bei 15 Minuten doch starten mit dem ersten Spiel. 4,9 Millionen war 1860 München, das ist zu viel. Atletico Madrid interessiert an Kroos und Oscar fürs Mittelfeld. Das ist interessant. Das ist sogar wirklich interessant. Und so sind wir im ersten Testspiel gegen In Gijón. Achso, ja, Torrejón ist ja klar, der kann ja noch nicht spielen, ist ja erst im ersten Spieltag wieder fit. Und wir befinden uns ja noch in der Testspielphase. Würde ich sagen, lassen wir Orban spielen. Und da kommt Torrejón raus, weil das ist sowieso hässlich für Ocean. Bunyaku, mal ganz ehrlich, warum soll ich den nicht verkaufen? Der sitzt auf der Bank rum, der wird unter mir garantiert keine Einsatzzeit bekommen. Aber jetzt endlich, die Stille ist vorbei, falls die Musik nicht zu hören ist. FCK mit ihren Heimtrikots gegen Incheon United. Auf Profi 4 Minuten heiteres Wetter und ab dafür. Jetzt kann man am Anfang ein paar Skill-Challenges machen, die seht ihr jetzt ja auch wunderbar. Das ist die Tower-Challenge, die habe ich übrigens auf der Challenge-Stufe, also das kann man so als Weltklasse bezeichnen oder Legende vielleicht sogar. Sippel, ich weiß nicht, ob er Tobias heißt, ich habe Tobias im Kopf, aber ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Komm, einen halten wir noch, nö, will er nicht, dann wird auch direkt Willkommen zum gestartet heutigen und Testspiel. willkommen, meine Co-Moderatoren kommen rein, Max Meyer direkt am Ball. Wunderbar, Matt Moore, Karim Matt Moore mit Ring, die Vornamen muss ich alle noch lernen. Und los geht's mit der Ah, Vorbereitung es wird wahrscheinlich hier auf noch eine neue nicht das Saison, einzige Spiel bleiben, was ich hier mit aufsteigen. FCK machen werde. Ach du Scheiße, was ein geiler Pass in den Schwung. Da muss erstmal Simonek, ich weiß nicht, wie er heißt, aushelfen. Matt Moore auf Max Meyer. Und der erstmal zum Einwurf. Wunderbar. Karim Matmur. Ring. Idrissou wird bei mir festgesetzt sein, aber das macht er gerade nicht so gut. Da oben müssen wir zumachen. Orban macht die Stelle zu. Viele Chinesen haben die, merke ich schon. Das ist vielleicht sogar ein chinesisches Team.
Karl über Karim Mahmoud, der Mann ist schnell. Und jetzt warten auf Idrissou in der Mitte, da ist er. 1:0. Ganz, ganz trocken. Mo Idrissou. Der ist der Torwart noch nicht mehr gesprungen. So eiskalt war da in die Ecke gezielt. Wunderbar, Mahmoud mit Speed reingezogen. Idrissou ganz, ja. Wenn auch keiner ihn deckt, dann macht er das Ding natürlich auch. Generell sind wir natürlich top motiviert, wollen den Aufstieg, das ist ja unser Ziel, der Direktaufstieg, sprich Platz 1, glaube ich. Ich kenne mich mit der zweiten Liga nicht so aus, da mein Lieblingsverein der FC Schalke 04 ist und der eigentlich nicht so oft was mit der zweiten Liga zu tun hat. Erstmal hier zittern. Max Meyer wird hier im zentraloffensiven Mittelfeld natürlich direkt die Leaderrolle annehmen. Ob das für einen 17-Jährigen so gut ist. Idrissou fordert den Ball. Idrissou bekommt den Ball. Leider steht nur jemand davor. Max Meyer erneut. Idrissou, was ein Pass. Herrlich. 2:0. So will ich das sehen. Kann er den Salto? Nein, er kann ihn nicht. Aber immerhin. 18 Minuten. 2:0. Max Meyer hier mit einem Zuckerpass. Und die Verteidigung schaltet nicht schnell genug. So steht's. 2:0. Mein Torjäger trifft, meine Leihe sticht auch. Also meine Ausleihe von Max Meyer funktioniert bis jetzt anscheinend auch. Gauss wieder mit dem Ball gewinnen. Idrissou. Oh, Max Meyer wieder mit dem starken Ball. Karim Mahmoud, Max Meyer nochmal. Karl. Auf Max Meyer, aber da ist er dann zu klein auf jeden Fall. Steht hinter Mann. Dann geht natürlich gar nichts. Gauss ist, glaube ich, der Mann vom linken Mittelfeld. Wenn ich das bis jetzt weit richtig verstanden habe. Was ist... Ach, schade, dass es abseits war. Ich wollte schon sagen, was ist das denn für eine Abwehrleistung? Ich kann, wie gesagt, das Team leider auch nicht einschätzen. Es wird wahrscheinlich Chinesen sein. Soi Ki Hoen und... und Nam Yuan Ye. Also mit dem chinesischen und japanischen Club. Da könnt ihr mich fragen, da weiß ich nichts von. Ja, fragen wir nur 8 Neuzugang sogar. Das wusste ich auch nicht, aber freut mich. Finde ich ein guter Spieler. Hat nämlich direkt schon eine Vorlage gegeben. Dick auf Max Meyer mit Idrissou. Dieser Mahmoud. Und Idrissou wird wahrscheinlich schneller sein als der ganze Rest. So ist es. Lee und Pio. Max Meyer mit dem Kopfball. Nein! Der Mann, der glaube ich 1,60 groß oder sowas, kommt zum Kopfball, da wieder die komplette Verteidigung einfach nicht da ist und macht dann fast das 3:0. Idrissou mit Gauss über die Außen, ist er schnell genug? Ja. Ah, schau schon an, da wäre auch wieder keiner zum Verteidigen da gewesen. Ring auf Idrissou, legt sich auf den linken Fuß, aber dann wird der Schuss abgeblockt. Dick, ganz trocken jetzt hier wieder mit Karl. Oh, 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 oh. Mit der Hacke-Hacke-Spitze 1, 2, 3. Desaströser Pass von Karl, aber Mahmoud arbeitet gut mit. Ring. Ah, soll eigentlich ein Laufpass auf Gauss werden. Aber Karl wird dann geblockt. Und Löwe. Chris Löwe, glaube ich. Mahmoud. Nee. Da hat er sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Wollte natürlich auch direkt von da abziehen. Mahmoud erneut über Karl, aber da ist er dann zu langsam. Lee Yun Pio, glaube ich, auch nicht so der langsamste Spieler. Karim Mahmoud auf Max Meyer. Und keiner angreift, gibt den Ball zu Ring. Oh, wieder ein schlechter Pass und noch abseits dazu von Gauss. Auch ein Spieler, ich weiß es nicht, den würde ich sogar gerne auswechseln. Der kommt ein bisschen zu langsam vor und auch zu alt. Schöner Pass jetzt hier. Natürlich braucht man auch starke Spieler, die etwas Erfahrung mitbringen. Aber junge, frische Spieler sind nie schlecht. Max Meyer wieder mit Idrissou. Lyon Pio setzt sich wieder durch. Der Einzige, der es bis jetzt... Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? Ach, ein Foul, okay. Da war ich gerade nicht klar. Mir war gerade nicht klar, was sein soll. 61% Ballbesitz für den ersten FC Kaiserslautern. Und da wird zum Glück abgepfiffen. Idrissou mit 2 Toren, 11 und 18 Minuten. Bin nicht so weit zufrieden. Erzgebirge Aue für 2:0 gegen Sheffield Wet. VfL Bochum 1:1 gegen Sporting Gijon. Und VfR Aalen 0:0 gegen Sandnes Ulf.
Das sagt mir jetzt alles nicht so viel. Max Meyer, wie gesagt, hervorragendes Spiel bis jetzt, finde ich. Nicht nur, weil er natürlich von meinem Lieblingsverein kommt, aber ich finde, Ocean sollte auch seine Chance bekommen und wird jetzt für Idrisu kommen. Es sind ja, wie gesagt, nur Testspiele und da ist nichts so Schlimmes dran. Ocean, der Mann, der auch schon Angebote bekommen hat. Ne, eins hat er, glaube ich, bekommen. Oder nee, ich weiß es gerade nicht. Entweder hat er eins bekommen oder es war der, der uns gesagt hat, er wird nicht spielen. Jetzt mit einem wunderbaren Pass auf Gauss. Gauss weiß ich nicht, ob es links oder rechts Fuß ist. Verlädt ihn da ganz schön stark, aber da fehlt mir auch die Klasse. Dick mit Karl Ring und Chris Löwe. Nee. Chris Löwe jetzt vielleicht gegen Kang Yong. Ja, kriegt er den Ball auch, aber spielt ihn ganz aus, schnell nach rechts, nach rechts, nach rechts. Geht den Spieler decken und dann wird nach links gepasst. Zu Kubon Sang und Gauss mit der Eroberung, so wie es sein soll. Max Meyer schneller als Kim Jan Il. Und ach du Scheiße, wo schießt Max Meyer hin? Guckt euch das an. Hi. Schießt er aus dem Stadion. Hier kommt die Statistik. Also, enttäuschend. Als Torvorlagengeber anscheinend recht gut zu gebrauchen. Als Vollstrecker dann eher weniger. Jetzt auf einmal Gefahr. Und wieder stark von Tobias Sippel. Es tut mir leid, falls die Vornamen wirklich nicht stimmen. Ich werde das bei Gelegenheit alles mal nachlesen. Max Meyer Nummer 2. Boah, war das stark. Wieder wieder Torvorlagengeber. Nein. Und jetzt wirkt er auch auf mich echt ein bisschen zu platt. Ja, da ist schon im orangenen Bereich. Dann sage ich Dankeschön, Max Meyer, für dieses Spiel. Und ich werde einen etwas defensiveren nehmen, nämlich Jensen, ein nur zentrales Mittelfeldspieler, einen zentralen Mittelfeldspieler. Max Meyer war ja zentral offensives Mittelfeld. Simonek auf Ocean, der den Ball nicht gerade gut annimmt, aber dann doch gut behauptet. Nee, da kommt, da muss wieder Chris Löwe ran, aber der Ball ist viel zu hoch. War ja auch nur geklärt von Increon United und da kommt Jensen. Gauss zurück auf Löwe. Laufpass auf Jensen, so wollte ich das haben. Ocean in der Mitte, nee, da wird der Torwart sein. Kwon Byung-Huk. Ein Wunder brauchst du gar nicht rein, das war gar nicht so schlecht. Simonek auf Gauss. Gauss sehr aktiv, aber bis jetzt irgendwie ohne, dass er irgendwas gebracht hat. Ja, Jensen mit dem Fehlpass. Seit der 18 Minuten, da wurde das 2-0 gefallen, ist, war nicht mal viel los. Karim Matmo jetzt. War, glaube ich, auch im Abseits. Linz hat der Verteidiger mal ganz demonstrativ den Arm gehoben. Orban, das darf nicht passieren. Dick muss dann hier außen aushelfen. Und wird dann echt von... Oh Mann. Setzt er sich so schön durch und bringt dann auch den Ball und dann sagt einfach der zweite Spieler nun. Oh, schön. Im Abseits gewesen hätte ich. Ja, der wäre durch gewesen. Boah, ob das Abseits war, naja gut. Es wäre auf jeden Fall das 3-0 gewesen. Da es ja alles nur Testspiele sind und sowieso um nichts geht, will ich mich da jetzt auch nicht groß dran aufhängen. Gauss, auch in der Verteidigung, sehr aktiv. Löwen auf Ring. Und Ring wird Jensen mitnehmen. Jensen ist jetzt seit seiner Einwechslung sehr aktiv. Mit dem Rücken von Ocean. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Matmo lässt sich da abdrängen. Was man sonst gar nicht gewohnt ist von ihm. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und Matmo, her spielen. Karl, sehr gut. Und jetzt hier über Jensen. Nein, er bringt den Ball nicht jetzt. Auch der Ball geht nicht durch. Auch der Ball geht nicht durch. Er will den Ball. Und da ist Sippel. Wieder ganz sicher. Ring mit dem Direktpass auf Jensen. Jensen nimmt jetzt hier auch mit. Das dürfte abseits gewesen sein. Anscheinend nicht. Gauss. Ach du Kacke. Sichere. Ganz sichere Dinger sind sowas. Aber muss man sagen, gut vom Torwart gemacht. Jensen kommt hier nicht durch. Keeper bedankt sich bei seinen Ring. Verteidigerkollegen. Das kann er auch. Oh, schön. Na, fast steht dran. Oh, jetzt stimmt die Abwehr.
Löwe nochmal. Ah, faut er ihn ja. Das war ein Foul. Sah auch spektakulär aus, wie er gefallen ist. Ich möchte nicht den schnellen Freistoß machen, da sie einwechseln möchten. Wer kommt denn jetzt noch? Kim Chang-hon. Also wenn jetzt noch irgendwas passiert, dann höchstens noch ein Tor für mich. Jetzt die Frage, dürfen sie noch? Es scheint so, aber lässt er sich abdrängen auch schon. Enttäuschend, enttäuschend. Und so ist das Spiel vorbei. Zwei Tore von Moitrisu entscheiden das Spiel. Mal gucken, bester Spieler wird wahrscheinlich dann auch Moitrisu gewesen sein. Nein, es war Karim Matmur. Und Ballbesitz ging auch deutlich zurück, nur noch 52-48%. Erzgebirge Aue gewinnt endgültig 3-1. Bochum Sieg 1-1 und Aalen ebenfalls 0-0 unentschieden. Also startet Erzgebirge Aue also recht gut in die Testspiel-Saison in Anführungszeichen. Es werden drei Stück sein. Und so schauen wir mal, was es Neues gibt. Eine Nachricht von einem Spieler, Ariel Busiuk. Mir liegt da etwas auf der Seele. Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursierten, haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich wollte sie einfach bitten, mir noch einmal die Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. Gucken wir mal im nächsten Spiel. Gut, dass du dich gemeldet hast, dann darfst du auch spielen. Ich bedanke mich dann jetzt erstmal recht herzlich für den ersten Part von FIFA 14. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nach 26 Minuten ist es dann auch mal Zeit zu sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.